Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei Wetterstein, dem YouTube-Kanal der Facebook-Seite Freiberger Wetter, mit dem heutigen Thema bzw. dem Wetterupdate bezüglich des morgigen Dienstags. Schneesturm am Dienstag und eine Warmfront bringt Verkehrsprobleme durch Neuschnee und Glätte. Das werden wir uns jetzt anschauen. Ein Tiefdruckgebiet nimmt morgen die Regie oder übernimmt morgen die Regie und wird im Prinzip auch mit einer Warmfront sehr viel Schnee bringen. Also in kurzer Zeit sehr viel Schnee, so um die 10 cm, je nach Höhenlage auf 15 cm. Und mit Wind wird das dann zwischenzeitlich ganz schön Blizzard-ähnliche Zustände bringen, beziehungsweise das Feeling eines Schneesturms bringen, ja. Danach kommt aber die Warmluft, das werden wir uns gleich sehen. Wie wir jetzt hier aktuell schon auf diesem Wetterlagentemperaturenfilm sehen, dass wir aus dieser Nordströmung jetzt immer mehr an diese Westströmung kommen und hier eben schon die Warmfront reingeschwenkt ist durch das Tiefdruckgebiet am Dienstagabend bzw. am Mittwoch. Ja, das nochmal heute. Die Strömung kippt ein bisschen. Hier kommt diese Warmfront rein, die okkludiert, die vermischt sich quasi, bringt im Prinzip diese Niederschläge, diese Schneefälle am Anfang und dahinter wird dann durch weitere Warmluftadvektionen die Schneefallgrenze immer weiter ansteigen bis in die Kammlagen des Erzgebirges, wodurch dann eben alles Mögliche an Schnee, was gefallen ist, sofort wieder schmelzen wird. Ganz oben wird es vielleicht noch nicht dazu reichen, dass alles schmilzt. Dafür liegen die Kammlagen ein kleines bisschen zu hoch, gerade Westerzgebirge, Auersberg, Johanngeorgenstadt, Oberwiesenthal, das ganze Fichtbergmassiv oberhalb von 1000 Metern. Da wird man wahrscheinlich sich noch weiter am Schnee erfreuen können. Das muss man aber dann detailliert abwarten. Ja, wie bereits erwähnt, die Nordströmung, dann kommt diese Warmfront rein, die okkludiert und im weiteren Verlauf, wenn dann der nächste Tiefausläufer kommt, wird dann im Prinzip die Temperaturen in 850 Hektopascal über 0 Grad werden die ansteigen, was im Prinzip bedeutet, dass die Schneefallgrenze bei diesem Geopotential, selbst obwohl es zu tief ist, wo die Druckfläche quasi weiter unten liegt, ja, selbst dort reicht die Temperatur nicht mehr aus, dass es bis in die Kammlagen eben für Schneefälle reicht, ne? Wenn wir uns das jetzt nochmal im Overview anschauen, da kann man wunderbar erkennen, dass am Anfang die Schneefälle noch vorhanden sind, währenddessen es dann Richtung ja, Dienstagnacht bzw. Dienstagabend und Mittwoch dann überall in Regen übergehen wird. Aber in diesem Bereich, wo dann quasi also jetzt am morgigen Vormittag, Mittag bis zum Nachmittag, in dem Zeitraum, wo die kalte Luft noch anliegt, ja, in dem Übergangsbereich, wo der Schneefall fällt, ist eben auch sehr viel Wind. Man sieht das an der Isobarndrängung hier. Und dementsprechend kann es in diesem Bereich oberhalb von 300 bis 400 Metern zu kurzzeitig, kurzstündig, beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, so ungefähr von, je nach Höhenlage zwischen 3 und 6 Stunden kann so ein richtiger Blizzard-ähnlicher Zustand mal kurz herrschen, ja. Je nachdem, wie stark die Niederschlagsgebiete eben auch sind, das ist ja in so einem Niederschlagsgebiet auch nicht immer gleich, dass es eben von der Intensität her so viel runterknallt, wie meinetwegen jetzt in einem anderen Ort oder so. Aber wenn das alles übereinander passt, dann kann es eben kurzzeitig mal so sein, dass man die Hand vor Augen nicht sieht und es wird eben auch Verkehrsprobleme geben morgen dann. Gerade so Mittagszeit, Nachmittagszeit rum, wo dann schon ein bisschen Schnee gefallen ist und der Wind vielleicht sogar in den höheren Lagen, wo der Taupunkt noch negativ ist, kann im Prinzip dann auch, können dann Verwehungen entstehen. Ja, und dann kann es eben auch mal rutschig werden und auch vor allen Dingen ein bisschen gefährlicher im Straßenverkehr dann. Ja, die Warmfront nochmal zum Dienstag, wir können das nochmal erkennen, die okkludiert dann hier und am Mittwoch kommt dann wirklich der Showdown mit 2 Grad Celsius in 850 Hektopascal bzw. 1500 Metern Höhe. Kann man jetzt aber hier im Prinzip auch wieder nicht sagen, weil das Geopotential tiefer ist, wodurch dann diese 850er Druckfläche, die 850 Hektopascal Druckfläche, auf 1300 Meter gedrückt wird, hier auf 1280, hier auf 1260, aber dennoch reicht es eben nicht aus, ja, dass eben weiterhin Schnee bis in die Kammlagen fallen wird. Die Schneehöhen bis zum Dienstagabend können wir erkennen, dass die Warmfront jetzt hier mit dem Einschwenken in diese alte kalte Luftmasse noch verbreitet 10, 12, 13, 14 cm Schnee bringt, aber auch hier in Bayern flächendeckend so um die 10 cm Neuschnee bringen wird. Wenn wir jetzt nochmal detailliert auf Sachsen schauen, kann man erkennen, oberhalb von 400, 500 Metern 10 gegebenenfalls in den Kammlagen, das ist jetzt hier nicht so gut aufgelöst, können auch mal 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee bis morgen Abend zusammenkommen. Absolut kein Thema. Wenn man dann den Wind, den wir uns jetzt hier noch anschauen, mit in dieses Szenario reinberechnen, kann man erkennen oder kann man aus der Erfahrung prognostizieren, dass es sehr wahrscheinlich zu Schneeverwehungen kommen wird, oberhalb von 500 Meter definitiv zu Schneeverwehungen kommen wird und oberhalb 300 Meter auch so 5 bis 10 Zentimeter in 400 Metern auch mal so 12, 13 Zentimeter zusammenkommen können und das halt eben verweht, bis dann die Warmluft Einzug erhalten hat und dann eben der Wind, gerade jetzt hier kann man erkennen, 80
beziehungsweise 60 bis 70 Kilometer pro Stunde der Wind, der Taupunkt im Prinzip dann das Ganze also anhebt, beziehungsweise der Taupunkt dann eben die Verwehungen nicht mehr zulässt, weil er eben positiv wird und das alles in sich zusammensacken wird und am Abend dann eben schon die ersten Tau, das erste Tauwetter dann sozusagen durchbrechen wird, vor allen Dingen hier so nördlich der A4 wird das natürlich sofort passieren, ja, aber in den Kammlagen dann eben erst am Mittwoch, ja. Also lassen wir uns nochmal festhalten, morgen in dem Zeitraum zwischen 10 und 15 Uhr circa kann es zu Verkehrsproblemen aufgrund von Schneeklette, Schneeverwehungen und Neuschnee kommen. Und ansonsten sollte das aber dann gegen Abend alles durch sein. Dann kommt bloß noch ein bisschen Regen, ja, auch bis in die obersten Kammlagen und dementsprechend, ja, mal kurzzeitig morgen ein bisschen Action. Fahrt vorsichtig. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns. Bis später. Ciao.